Hallo zusammen, ich befinde mich auf der Pleseburg, die kurz vor Göttingen gelegen ist, und wollte euch hier mal kurz so einen kleinen Schwenk zeigen, was es hier doch alles Schönes zu sehen gibt. Das war jetzt gerade der Eingangsbereich. Dann kommt dort das Burgtor. Dort hat man einen herrlichen Blick auf den großen Turm. Und hier direkt vor mir, der Turm wurde im 12. Jahrhundert zusätzlich erbaut. Von hier hat man einen schönen Blick über den Innenhof zu dem Turm, den ich gerade erwähnt habe. Und dann hier in diese Richtung hat man nachher eine wunderbare Aussicht. Wie versprochen, hier einmal die Fernsicht Richtung Osten, wo man ein bisschen in den Harz schauen kann, wenn ich das richtig deute von der Richtung. Selbst bei dem Wetter sehr schön. Jetzt geht es noch einmal da ab durch die Mitte. Da ist eine Holztür, wo man durchgehen kann. Das interessiert mich natürlich auch noch. Und dort lese ich gerade, dass hier auch das Standesamt von Bovenden untergebracht ist. Und so schön sieht es aus, wenn man dann hier Burg Plese wieder Richtung Haupttor verlässt. Entlang dieser einzelnen Beobachtungs- oder Schießscharten geht man dann Richtung Haupttor. Auch hier vom unteren Tor hat man nochmal einen herrlichen Blick auf den Turm. Wen es noch interessiert, das Ganze hier liegt auf dem Solling-Harzweg, wo man das auch noch mal ja am Wegesrand dann besuchen könnte. Ne? Soweit, so gut. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir schon. Macht's gut, euer Markus.